Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezockt. Spielt Hearthstone und Trumpf im Ärmel. Bin ich gespannt. Für eure 100 Siege im Modus spielen möchten wir euch eine Belohnung überreichen. Loggt euch in Heroes of the Storm ein, um sie zu erhalten. Reit hier Hearthstone-Karte. Sehr nett, die 100 Siege haben wir schon ein bisschen länger her. Hey, habt ihr schon mal ein Kartenchaos miterlebt? Jede Woche neue Regeln! Genau, deswegen bin ich da, ich hab's nur gehört, läuft jetzt ja schon ein paar Tage, aber wie ihr wisst, ich war in München und wir machen jetzt mal Kartenchaos, was auch immer es bedeutet. Meister jede Woche eine neue Herausforderung. Seid ihr bereit für ein Kartenchaos? Die zwei epischen Bosse des Schwarzfells wollen endgültig klären, wer im Berg der Chef ist. Mit eurer Hilfe. Und was gibt es? Oh, ein Kartenpack als Belohnung. Ja dann, was muss ich machen? Endet in 17 Stunden. Showdown im Schwarzfels. Aber was muss ich machen? Also, viele von euch wissen wahrscheinlich mehr wie ich, weil, wie gesagt, nicht gespielt. Ich war aber auch zu doof. Ich wollte es mir auf dem Pad angucken. Das hatte ich ja dabei und ich hatte WLAN. Aber es irgendwie verpeilt. Böse Priesterin wäre auch spannend gewesen. Nefarian gegen Ragnaros. Yeah, ich gewinne. Bitte, warum? Achso, für einmal Gegner gibt auf, kriege ich eine Packung. Da sage ich nicht nein. Klicken, um fortzufahren. Und 10 Gold. Ich schnall's nicht. Okay, die Kartenpackung gucken wir uns auf jeden Fall später an. Aber ich denke, jetzt hat einfach der Gegner aufgegeben oder ausgelockt oder wie auch immer. Ich hoffe jetzt nicht, dass er immer vor unsere Ehrfurcht hat und dann wir direkt gewinnen. Wenn ihr am Ende einer Saison Rang 20 erreicht habt, schalten wir den Kartenrücken frei. Das wissen wir schon. Ragnaros gegen Nefarian. Ah, Shelly. Ich bin hier. Okay, das sind echte Menschen dahinter. Ich werde mich rächen, Drache. Windzorn. Wow. Verursacht 6 Schaden. Windzorn, ziehe 2 Karten, erhalte 4 Rüstungen. Also auch die werden wir behalten. Halt. Ah, und er spielt das Legendendeck. Ah, und wir die Münze. Das heißt, wir dürfen in der ersten Runde Todesröcheln. Euer Heldenfähigkeit fügt einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Und ruft ein Magma-Wüter 5-1 herbei. Fügt einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Sulfur. Es ist die Frage, ob wir jetzt unsere Fähigkeit. Und ich habe 60 Leben und er hat 30 plus Schild. Ja, dann machen wir mal das hier. Und ich klopp auf ihn rein. Das ist jetzt die Frage. Ach ne, er hat das Drachendeck, nicht das Legendendeck. Spür die Flammen von Sulfur an. Ich klopp auf ihn rein. Ich weiß. Was hat er für eine Fähigkeit? Erhaltet einen zufälligen Zauber des Gegners. Wow. 7-7. Chromatischer Drache. Ruft zu Beginn eures Zuges einen legendären Diener herbei. Oberrichter Krimstein. Nett. Jetzt überlegen wir erstmal, was wir machen. Eigentlich wäre es klügste wieder der Windzornheini. Und noch einmal der Windzornheini. Und dann könnte ich erst den hier aus dem Weg räumen. Dann ihm ins Gesicht gehen und dann auch ins Gesicht gehen.
Nächste Runde kann ich mit dem Windzorn-Heini den Drachen wegräumen, wenn er jetzt nicht vorher abtauscht. Mal gucken. Oh. Ich trage die Kraft der Pech. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Kampfschrei verursacht 6 Schaden. Na, wollte ich gerade sagen. Und hier, was machen wir? Wir greifen an. Ich würde jetzt gern die spielen, aber dazu brauche ich halt eine Kreatur draußen. Ich könnte natürlich dann ihn und den spielen, wenn er mir den abtauscht. Zwei Welplinge herbei. Sehr schickes Deck hier, muss man sagen. Vernichtet einen Diener, stellt bei euch das Gegner in Abwehr. Golem Mack kostet 1 weniger für jeden Schadenpunkt, den euer Held erlitten hat. 20-20. Wie assi. Gut, die Karte gibt es natürlich nur hier. Also, dann machen wir mal das und das. Ach, ich krieg Rüstung. Ach Mist. Ja, das war ein bisschen doof. Hätte ich mal lesen sollen. Welpling weg. Okay, also umso mehr er Schaden mir macht, umso eher kriege ich ihn raus. Wenn ich 10 Lebenspunkte habe, dann darf ich ihn rausbringen. Drach, wie heißt er? Drachkind-Zauberwirker. Wählt einen feindlichen Diener, wenn dieser zu Beginn eures nächsten Zuges noch lebt, fügt er allen Feinden 5 Schaden zu. Wählt einen feindlichen Diener. Okay. 6-6 Spott. Ist nett. Wobei ich jetzt eigentlich erst das hier machen sollte. Was habe ich denn sonst noch im Angebot? Den und den. 5 Mana. Einen Magma-Wüter herbei. Was bleibt denn am besten? Das machen wir jetzt erstmal. Und Magma-Wüter hat 5-1. Das heißt, er kriegt ihn nicht weg. Und ich bin fertig. Hallo. Der Bug nervt ein bisschen. Geheimnis, okay. Vernichtet einen deiner Gegner, ziehe 2 Karten. Achso, der Gegner zieht 2 Karten. Ruft jedes Mal ein Elementar herbei, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Schön. Ich müsste jetzt den Flamestrike wahrscheinlich machen. Ruft Imperator Taurus ihn herbei, okay. Also, dann... Der kostet nur noch 18. Das ist nicht so gut. Dann spielen wir doch... Ruft jetzt mal ein Elementar mit Spott herbei. Was tun? 7. Ruft zu Beginn eures Zuges einen legendären Diener herbei. So eine Karte, die er halt unbedingt weg haben will, wenn er sie draußen hat. Oh, meine Waffe ist aufgebraucht. Irgendein Gegner 8 Schadenpunkte, dachte ich. Ach, meine ändert meine Heldenfähigkeit. Ich sollte besser lesen, hätte ich jetzt gewusst. Fügt einem zufälligen Feind 8 Schadenspunkte zu. Sehr nett.
Für die Pechschwingen. Fügt auch den benachbarten Zielen Schaden zu. Das ist nicht so gut. Mein Leben ruft zwei Kernhunde herbei. Okay, ruft jedes Mal ein Elementar 2-3 mit Spott herbei. 4 Schaden. Heißt, einiges stirbt. Tja. Ruft Imperator Taurus an herbei. Flamestrike ruft, sonst bin ich wahrscheinlich tot. Hat er Spott? Nein, hat er nicht. Also es wird nichts anderes gehen wie das hier. Und dann das hier zu machen. Jetzt werden meine Karten billiger, das ist doch der, genau, und ich krieg 7 Schadenspunkte. Ziehe 2 Karten, krieg Rüstung. Verleiht eurem Helden Angriff und Rüstung. 4, 8, 11 Schaden. Ich bin tot. 15 Schaden. Verleiht eurem Diener. Gut gespielt. Spannender Modus, tatsächlich. Ich meine, wir haben jetzt einfach durch Glück unser erstes Pack gekriegt. Oder unser einziges Pack, was wir da kriegt, gekriegt. Das gucken wir uns auch an. Die zwei epischen Boss des Schwarzfells, okay. Sehr nett. Siege, eine. Wir gucken uns das Päckchen an und dann war es das für heute. Werden wir nächstes Mal aber auf jeden Fall noch eine Runde spielen. Wieder nur Schrott, ey. So, haben wir alle schon. Die gucken wir uns zuletzt an. Und noch nicht mal golden, Leuchtfeuer. Sehr schade. Ich habe gedacht, da gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Karten zu gewinnen, aber das macht nichts. Finde ich eine witzige Idee, Ende den 17 Stunden. Ich werde gleich noch eine Aufnahme machen. Das wäre nächste Folge. Ich überlege es mir mal. Das war's schon für heute. Tausend Dank fürs Zuschauen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.